Moin, Johannes hier und wir spielen wieder eine Runde Blitzschach in der 960-Variante. Schach 960. Ich habe hier ein bisschen mal an den Einstellungen von Lichess rumgespielt. Nicht wundern, es sieht jetzt ein bisschen anders aus als in den vorherigen Videos, wenn ihr die Playlists geguckt habt. Falls nicht, ist das meine Empfehlung. Ich versuche da durchaus auch immer mal verschiedene Varianten zu spielen, verschiedene Zeitkontrollen und auch verschiedene. Verschiedene Schachvarianten. Lichess bietet nämlich ein paar davon an und ich würde heute nochmal eine Partie 69 Schach spielen. Was ich gemacht habe, ist hier oben am Design rumgeschraubt. Man kann hier sich eine ganze Latte von 2D- und 3D-Figuren setzen und Brettvarianten auswählen und auch die Hintergrunddarstellung hier ändern. Das probieren wir heute mal aus, wie sich das spielt und mal gucken, ob das in 3D besser oder schlechter funktioniert oder ob es zumindest dann eine Ausrede ist, warum es nicht funktioniert. 69, 3 Minuten Bedenkzeit, wie gehabt, und zufällige Farbe. Gucken wir mal, mit wem wir hier zusammengewürfelt werden. Noch hat sich keiner gefunden. Aber zumindest für die 69-Variante findet sich immer relativ schnell ein Gegner. Lichess hat im Moment 11.400 Spieler online, die 3.500 Partien spielen. Das ist durchaus eine ordentliche Zahl und die schwankt über den Tag so zwischen 5.000 und 11.000 Spielern ungefähr. Europa scheint da führend zu sein. Also es ist eher in den europäischen Abendstunden viel los, was uns hier ja in Deutschland auf jeden Fall zugute kommt. Aber auch nachts oder zu absurden Zeiten findet sich immer jemand, der eine Variante spielt. Ich erzähle das nämlich jetzt gerade, während ich keinen finde, der mit mir 69 Schach spielen will. Aber ihr könnt das ja gerne mal selbst ausprobieren und dann berichten, wie es euch da ergeht beim Matchmaking. Ja, ein bisschen muss ich wohl noch erzählen, während mein Gegner hier gesucht wird. Man kann natürlich auch immer sich selbst hier einen Gegner aus der Liste picken, aber das hat den Nachteil, dass man dann die Zeitkontrolle nicht selbst wählen kann oder dass man auch schnell sein muss, wenn man das sich hier anguckt. Hier ist ein Gegner GD Geokak. Schöner Name, der 1645 Punkte hat, ungefähr so stark wie ich im Moment, der aber eine Minute pro Spieler und 2 Sekunden pro Zug anbietet. Das ist nicht meine Wunschkonfiguration für die Zeitkontrollen, deswegen warte ich mal eben noch einen Moment ab, bis sich jemand findet und da ist es soweit. So. Oh, das ist in 3D echt ungewohnt, aber wir gucken mal. Die Dame steht wieder in der Ecke hier. Ah, ich kann jetzt hier keine Züge markieren. Da steht sein Läufer, also muss da was dazwischen. Muss mal gucken, ob ich die Figuren hier ein Stück kleiner kriegen kann. Ne, okay. Machen wir das mal so. Pre-Move funktioniert, okay, das ist schon mal gut. Jetzt, wenn er die Dame schlägt, schlage ich natürlich zurück. Dann hätte ich die offene A-Linie mit meinem Turm. Hier stehen die beiden Springer. Der König steht relativ weit auf dem, ja, Königsflügel in Anführungsstrichen, also F1. Mal den Springer entwickeln, gucken hier, möchte der schwarze Springer wahrscheinlich nach C4 gucken. Das soll er aber ruhig machen, das kann ich mit um. Und jetzt ist die Frage, wie aktivieren wir vielleicht mal hier hinten den Läufer auf A1. Also ein bisschen kann ich durch das Anklicken der Figuren euch zeigen, was ich meine. Den Tausch mache ich mit. Das war jetzt Läufer und Springer für Turm und Bauer. Hier rechts könnt ihr jetzt wegen dem Hintergrund relativ schlecht sehen, aber hier rechts werden die Figuren angezeigt, die unterschiedlich sind bei den beiden Parteien. Das heißt, wenn ich eine Figur geschlagen habe, die der Gegner gleichwertig zurückbekommen hat, ein Läufer für einen Läufer oder ein Springer für einen Springer, dann wird die da nicht mit angezeigt, um die Liste eben nicht zu lang zu machen. Aber alles, was sich unterscheidet, wird angezeigt. Und in dem Fall ist das eben dann Turm und Bauer für Läufer und Springer. Was in etwa gleichwertig ist, die meisten Spieler spielen lieber mit den beiden Leichtfiguren als mit Turm und Bauern. Deswegen könnte es leicht vorteilhaft für mich sein, für Weiß. Das müsste jetzt gehen. Dieser Bauer scheint mir nicht ausreichend gedeckt gewesen zu sein.
Sein Turm kommt hier rüber. Ich gebe mal noch eine zusätzliche Deckung auf den Springer hier, dass der Läufer nach C2 noch guckt. Ah, es ist wirklich, ich spiele gern auf realen Brettern Schach, gar keine Frage, aber es ist am Computer mit 3D-Darstellung immer so ein bisschen komisch. Ich kann es auch nicht so richtig erklären, weil die Darstellung ist ja nicht schlecht, aber ich kann eben, wenn ich meinen Kopf drehe, trotzdem nicht den gleichen Effekt erzielen. Wahrscheinlich ist es das, bringt mich auf die glorreiche Idee, was denn mit einem schönen. Oh, wir haben jetzt hier mal eine Rochade gesehen übrigens bei Schwarz. Was denn mit einem VR-Schach wäre, wo ich eben genau diese Möglichkeit hätte, mich ein bisschen um das Brett zu bewegen, gerade bei Roomscale VR, wie es die Gear VR zum Beispiel macht. Wenn ihr da mehr zum Thema VR wissen wollt, übrigens der Geheimtipp der CT-Uplink und Jan Kino Jansen, der Ostfriese, der da ganz tief im VR-Bereich drinsteckt und sich wirklich alles einsaugt und anguckt, was es dazu zu sehen und zu auszuprobieren gibt. Wenn ihr also da mal Lust habt, den Uplink zu gucken, dann tut das auf jeden Fall und die Möglichkeit habt. Jetzt war die Idee wahrscheinlich hier auf D4 zu kommen für ihn. Allerdings ist D4 ungedeckt. Na, ja, jetzt würde ich gerne den König greifen, danke. Zeit ist in etwa gleich zwischen Casino Club, meinem Gegner, 1615 Punkte hier in dieser Variante. Jeder Spieler kriegt übrigens bei Lead Chess, auf Lead Chess für jede Variante eine eigene Punktzahl. Das heißt, es kann sein, dass es Gegner, dass es Spieler gibt, die sich auf bestimmte Varianten ja, spezialisiert haben quasi und die dann da weit höhere Punktzahlen haben als in anderen Varianten. Jetzt scheint mir hier D4 ein schönes Feld für meinen Springer, wo er gleichzeitig den Läufer und den Turm angreift. Ah, stimmt aber nicht so richtig, weil ich habe jetzt hier einen Bauern verloren. Und ich will hier gleich noch mehr Material, das war nicht so klug. Jetzt will ich noch den Bauern auf B4. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir da wieder Drive reinkriegen, um Schwarz unter Druck zu setzen. Ich greife den Turm an, habe noch einen Bauern verloren. Hei, ja, ich muss mehr aufpassen, das ist nicht gut. Nicht so leichtfertig mit den Bauern umgehen. Die sind alle wichtig und die sind alle, wie würde Jogi Löw sagen, die sind alle Teil der Mannschaft und die sind alle, tragen alle entscheidend dazu bei. Aber das habe ich an manchen Stellen hier vernachlässigt. Jetzt ist die Frage, wie und wohin retten wir diesen Springer? Wahrscheinlich hier nach hinten. Oh, 23 Sekunden nur noch. Ich muss aufpassen auf meine Zeit. Muss weg. Halt, Springer muss weg. Springer muss weg. Bauer muss hier. Springer muss weg. Oh. Das ist dann schon immer hektisch am Ende. Oder fast immer hektisch. Der Bauer müsste schlagbar sein. Schach. Schach. Oh. Das ist Schach. Oh. Oh, auf Zeit verloren. Das war nicht so klug. Ich muss sagen, die 3D-Erfahrung ist echt. Puh. Also es ist mit eines der schönsten 3D-Spiele, die ich kenne, 3D-Schachspiele, die ich kenne. Auch weil die Reflexionen gut sind und die Figuren hübsch. Aber es ist irgendwie immer noch auf einem 2D-Brett und der Eindruck ist einfach, ist und bleibt komisch. Trotzdem dafür, dass es im Browser läuft und dass wir hier ja, ohne Plugins oder ohne irgendwelche ganz schwierigen technischen Finessen spielen. Hier mal Good Game für den Gegner. Ist das noch nicht so ganz meins. Ich gucke mal, ob ich das fürs nächste Spiel so lasse oder ob ich das verändern möchte. Mal gucken, wie die Analyse, selbst die Analyse läuft jetzt in 3D. Das ist ja auch witzig. Ja, so vor allem im Mittelspiel bin ich da nicht zufrieden mit dem, was ich gespielt habe. Mal gucken mal, was die Bewertung hier ist.
nur minus 1,2, nur den Bauern, den ich weniger habe.